lass ab hier. Alles am Start hier. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein Tag, wo wir alle hätten einfach im Bett bleiben sollen. Aber es kommt tatsächlich einmal in 5 Jahren vor, dass wir hier in Hannover so eine krasse Schneedecke haben. Und genau deswegen müssen wir jetzt mit den Jungs losfahren und müssen einfach mal ein bisschen Hannover unsicher machen, würde ich einfach mal sagen. So, was machen wir heute? Keine Ahnung. Wir fahren auf jeden Fall erstmal mit dem B7-Kombi hier los. In meinen Augen eins der coolsten Autos auf Schnee, die man so fahren kann. Zumindest das coolste, was ich bisher gefahren bin. Weil, ich sag jetzt mal, Traktion und ja, also sowohl Traktion beim Gas geben, als auch Traktion beim Bremsen, als auch die Kombination von der Tieferlegung mit dem Sturz. Der hat vorne fast 3 Grad Sturz. Und ich glaube, dadurch drücken sich beim Umkurvefahren die Reifen so richtig in den Boden rein. Und der neigt tatsächlich eher zum... Okay, das könnte jetzt für unseren ersten Kandidaten mit dem M2 schon problematisch werden. Er wühlt sich noch durch. Nee, also fährt wirklich schweinegeil, das Ding. So, wir haben 2 Varianten vom ESP. Einmal drückt man nur drauf, dann blinkt es. Das ist so die softe, humane Version. Und dann gibt es ganz lange halten, dann ist es aus. Und dann ist es bei dem Auto auch zum Glück einfach komplett aus. So, wir haben mal wieder unsere Driftbox dabei. Und ja, ich würde einfach gucken, wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Spaß. Gucken wir, ob wir irgendwo einen Platz finden, wo wir einfach mal ein bisschen Dünnungs machen können. Jetzt ist schon der erste Test gefahren. So, und das Krasse beim Allradfahren ist halt immer, du fährst los. Eigentlich fährt das Ding recht normal los. Wenn du jetzt aber bremst, Probleme. Ja, aber das war wirklich Vollbremsung. Also man unterschätzt immer, wie schnell man wird. Ja, das ist Quadrofahren. Ne? Aber film mal diese Schneedecke, Alter. Sowas ist für uns der absolute Volltraum und wir haben halt sowas hier wirklich nicht so oft. Wir haben halt wirklich hier nicht so. Ich sag ja, es ist so ein Tag, wir hätten einfach zu Hause bleiben sollen. Ich glaube auch. Aber muss man durch. Man hat 5 Tage, fünfmal hat man das, also in 5 Jahren einmal, dass hier Schnee liegt und das muss man in dem Moment einfach nutzen. Was auch bei dem Quattro cool ist. Man kann tatsächlich die Handbremse ziehen, ohne die Kupplung treten zu müssen. Man denkt ja immer so, Allrad kannst du nicht die Handbremse ziehen, musst du immer, aber kannst tatsächlich einfach ziehen und er blockiert hinten, weil in dem Moment dieses Torsenmitteldiff aufmacht. Das war wieder diese Sache, solange auf beiden Rädern Zug ist vorne hinten, sperrt das Torsendiff. Sobald eins in der Luft ist, sperrt das nicht mehr. Und das ist dann der gleiche Fall wie das in der Luft wären. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken, dass es nicht allzu sehr beschlägt, würde ich sagen. Okay, ja, ich verstehe langsam, worum es hier geht. Nee, das Ding fährt schon wirklich, fährt schon wirklich krass. Das ist ja wild. Ja, nee, der fährt wirklich, kannst du wirklich. Vor allem das Coole einfach ist an dem Auto, diese Kombination, das kann man auch nur verstehen, wenn man wirklich mal ein V8 als Schalter und als Sauger gefahren ist, weil das ist so diese Spontanität beim Reintreten. Selbst beim V6 Biturbo, wie auch immer, hast du es nicht so, dass der wirklich so einmal nach vorne will. Und das macht es halt beim Driften so geil. Ne? Ja. So, und deswegen sage ich immer wieder, das Auto ist wirklich, was Driften angeht, die 1. Ja, ich glaube, wenn ich irgendwo in Süddeutschland wohnen würde, ich würde den ganzen Tag... Wirklich? Habe ich auch schon gedacht. Andererseits, nee, ist auch Quatsch, weil so nach ein paar Mal fahren, glaube ich schon, verliert man natürlich genauso den Reiz. Ich glaube, das ist halt einfach genau die Gewöhnung da dran. Ja, ja. So, dann hat der zusätzlich noch eine elektronische Differentialsperre. Da liegt jetzt noch nicht genug für Schnee für. Merkt man, der fängt an zu brummen. Gucken, ob man das hört. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel zweite Gang fahre.
Weißt du das? Wieder so hinten? Ja, 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 ja. So, das liegt daran, der fängt an, sobald er ein bisschen quer kommt, das kann man leider auch nicht ein- oder ausschalten, fängt der an, hinten die Räder, wir werden es auch am Ende sehen, weil die Bremsscheiben ganz blau sind, fängt an, die Räder an zu takten, also die Bremse einmal zuzumachen, um so das Rad, was durchdreht, quasi einmal zu entlasten. Okay. Wir tanken hier auch lieber nochmal einmal schnell ein bisschen Saft rein. Ja, quer hier drauf. Ja, das ist halt das Gefährliche mit unseren tiefer gelegten Autos immer, man sieht halt nichts mehr jetzt, ne? Ja. So, man sieht nicht, wo ist eine Parklücke, wo ist keine Parklücke, wo kann man ballern, wo kann man nicht ballern. So, einmal schnell voll machen und dann geht's weiter. Junge, da werden sich auf jeden Fall einige wieder über die Scheibenwischer aufregen hier heute. Ja, weil sowas ist jetzt halt gefährlich schon. Ne? Boah. Man sieht halt so gar nicht mehr, wo hier eigentlich eine Spur ist. Schrottankauf. So gleich auf dem Rückweg anhalten. Um ein bis zwei Autos abzugeben. So, wir haben ja zum Glück verschiedenste Fahrzeuge heute mit. Heckantrieb, Allrad, Frontantrieb, einmal alles. Straße sieht hier perfekt aus. 0,100 ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig, aber 0,60 können wir auf jeden Fall immer mal testen in den verschiedensten Autos. Ja, finde ich geil. Gibt es einen Trick? Nö. Einfach drauf, Alter. Traktion haben. Einfach drauf. Wir können ja mal zweimal testen. Also, mit dem Allrad-Auto kannst du definitiv einfach normal losfahren und dann mit dem Fuß. So, das war jetzt eine 6,6. Boah. Wenn wir jetzt bis 100 durchgezogen hätten, ne, das wäre auf jeden Fall zu. Ja, das ist. Das wird zu schnell hier im Schnee. Wenn man unterschätzt immer bei 100, das können wir nämlich gleich auch mal gucken. Mhm. Wir können nämlich mit dem Ding auch in die andere Richtung messen. Also, wir können quasi auch Bremswege messen, wie lang der Weg ist. So, wir machen jetzt mal Folgendes. So, weil da kommt nämlich gleich was Cooles bei raus. Hier mal jetzt 60,0. Man hat von 60 bis 0 ungefähr den gleichen Weg. Weißt du, weil ja die Traktion logischerweise beim Beschleunigen gleich ist wie beim Bremsen, ja, werden wir eine ähnliche Zeit auch beim Bremsen haben. So, pass auf, wir fahren jetzt 60 und. Tada! Ja, 6,2. So, das heißt, egal was wir jetzt heute hier machen, wir werden mit dem Auto nicht unter 6,2,0,60 fahren können, weil das Bremsen schon ziemlich ideal ist vom Stehenbleiben her. Bei dem Auto ist jetzt der Unterschied nicht so groß, aber nimmst du jetzt als Beispiel Heckantrieb, wirst du sehen, ist der Unterschied riesig. Und guck mal, selbst da hatten wir, jetzt haben wir sie noch nicht umgestellt, 171 Feet Weg. Also, das ist schon gut Weg, ne? Ja. Ja. 178 Feet müssten so ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, durch 3 müssten so ungefähr 60 Meter sein. Mhm. Können wir ja nochmal exakt hier reinschreiben einfach. Genau. So, okay, also wir legen vor 6,4. Wir legen vor 6,4,060. Oder hatten wir, was hatten wir beim Beschleunigen? Gucken nochmal. 6,6. 6,6 und 6,2 beim Bremsen. Welches Auto willst du als nächstes fahren? Ich glaube, wir machen mal direkt den Heck, oder? Echt den Heck direkt? Weiß nicht. Oder Bus? Nee, Bus machen wir ganz zum Schluss. Okay. Bus ganz zum Schluss, weil der kann nämlich auch mit Launch loshämmern. Bin mal gespannt, ob der es schafft, die 6,6 zu unterbinden. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, in den kleinen Bruder. Okay. In den RS3. Ihr wollt RS3 fahren erstmal? Okay, alles klar, bauen wir die Driftbox um. Ich mache von außen, ich gucke das Ganze von außen. Dann ist jetzt doch nicht manuell. Dann sind wir jetzt erstmal in S und mit Launch, ja? Okay.
eine 5,3. Was gut? Weiß ich nicht. Was sag ich denn nicht? Ich hab Puls. So, jetzt stelle ich mal eben um auf 60,0. Weil du musst jetzt gleich einmal auf 60 beschleunigen, dann fahren wir 60 und dann bremst du runter. So schnell du kannst. Ja. Bis Stillstand. War eine 6,5. Ich stehe ein bisschen schief. Ich bin ready. Besser gewesen? Ja. 5-1 ist fett. Ah, ich würde sagen, du hast einen würdigen Gegner hier gefunden. Was ist der gefahren? Also jetzt gerade auf dem letzten 5-1. 5-1? Also müssen wir auf jeden Fall noch mal testen hier, weil das sieht so aus, als wenn das hier immer griffiger wird. Aber bremse gleich. Ja, bremse gleich. Okay. Ich würde sagen, als nächstes Frontantrieb. Wir brauchen einmal Frontantrieb hier. Ja. Machen wir. War jetzt ein Unterschied, ob mit Launch oder ohne Launch? Ja, mit Launch viel schneller. Echt? Ja. Was ist da ohne gefahren? Ohne ist da eine knappe 7 irgendwas gefahren. Ah, okay, dann kommt da ohne Launch wieder meine Zeit ran. Ja. Yeah. Okay, weil da war ich ja auch 6,4 oder 6,6 gerade. Ja. So, Golf 7 GTD. Ohne Ende am Piepen. Wie sieht das aus? So, was hat der an Leistung? 229 PS. Mhm. Also eine Stage 1 von BK bekommen, wa? Also von mir aus kann es losgehen. Stehst du voll drauf? War jetzt eine 17,2. Nicht. 6,0. Ha, da war Front schon mal am besten hier. So, das so. War Frontantrieb. Und? Wie lief's? Warte, lass mich schätzen. Ich würde jetzt sagen, wir haben ungefähr 6-7 Sekunden mit Allrad gebraucht. Da hätte ich jetzt gesagt, wir brauchen ungefähr doppelt so lange 14 wegen zwei angetriebene Räder. Ja, erste Messung waren knapp 17, wenn ich es richtig im 17, Kopf habe. 17, okay. Ja, ja. Und zweite irgendwas um die 15. 15. Oh, aber haben auf der Bremse eine 6,0 geschafft. 6,0. Okay, das heißt auf der Bremse sogar schnellster, ne? Aktuell. Ich glaube ja. Könnte ich mir vorstellen, weil der die schmalsten Reifen hat. Weil auf der Bremse ist dann schon immer entscheidend Fahrzeuggewicht und die Auflagefläche im Schnee. Mhm. Weil einfach je schwerer mit schmalen Reifen, je mehr drückt es einfach den Schnee weg. Ne? Ja. Okay, das heißt aktuell der schnellste auf der Bremse, wenn ich mich nicht irre. Aber überall mehr als 6,0 auf jeden Fall. Ja. Und Julian 5,1 mit Launch Control am schnellsten. Ja. Wobei, das werde ich auf jeden Fall nochmal testen. So, jetzt machen wir weiter Heckantrieb. Jetzt ja, gibt es nochmal ein bisschen Sound hier auf die Ohren. Oh, Backe. So, wir sitzen an meinem M2. Was kann der? Querfahren. Querfahren. Und wie du jetzt siehst, stecken bleiben. Stecken bleiben. Der ist schon mal sehr gut. So, ich merke, das wird ein Problem, mit Heckantrieb überhaupt rauszukommen. So viel Schnee ist mittlerweile. Wir schieben mal ein bisschen. Ja, ist frei, würde ich sagen. Heckantrieb halt, ne? Nix für Winter. So, bist du ready? Yes, bis 60 einmal durch, bitte. Versuchst du gerade zu beschleunigen, wirklich? Und 60. 17. Ja, jetzt war ja Vollbremsung hier. 17,6 waren das.
Und? So, wir hatten eine 060, eine 17.6 und haben eine 7.3 von 60 auf 0. Hast du Launch? Attacke. Nein, zieh doch durch. 9.5. 9.5. Ja. So, was denkst du? So, also klanglich hat er auf jeden Fall gewonnen, keine Frage. Ja, finde ich auch. Also klingt schon echt, hat im Ansatz so ein bisschen was von Supra zwischendurch. Von 2JZ, ja, rein Sechseler, ne? Hier und da hat man es schon. Ja, ich würde sagen, langsam als Frontantrieb. Alleine weil BMW, Motor, vorne, Heckantrieb, ne? Müsste eigentlich ein Tucken langsamer sein. Also gerade mit Launch eine 9.5. Wow. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Okay. Also man hat richtig gesehen, wie der auch angefangen hat zu qualmen. Also da hat er wirklich richtig so den Schnee weggetrieben, ne? Ach, krass. Dass es natürlich mutwillig dann schnell wurde, ne? Ja, und auf der Bremse haben wir eine 7.1. 7.1, okay, ein bisschen schlechter. Breite Reifen und relativ leichtes Auto, ne? Ja. Was ist er ohne Launch gefahren? Boah, da waren wir, glaube ich, bei... Oh! Okay, also, ja, dann muss man definitiv fairerweise sagen, dann wird jetzt schon der Boden sich so durch das Launchen wirklich richtig weggegraben haben, ne? Ja. Okay, so. Jetzt geht's weiter mit dem Bus. Jawohl. So, als letztes testen wir jetzt noch meinen neuen Bus. Da muss ich mich jetzt erstmal entschuldigen, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Kommt aber demnächst endlich die Vorstellung zu. 2 Liter TDI Allrad 4Motion. Ich habe hier eine Quersperre, die kann ich an- und ausmachen. Die machen wir natürlich an. So, nochmal. So, das heißt, wir können auch noch die Differenziale sperren. Und, ja, 200 PS, langer Radstand, schmale Reifen. Mhm. So, und ich bin der Meinung, durch diese Kombination aus langem Radstand, das heißt relativ viel Hebel auf die Achsen, und diese schmalen Reifen fährt das Ding echt, echt gut. So, zumindest bisher überall, wo ich war, kämpfte der sich ohne Probleme, also wirklich so komplett problemlos durch. So, und dazu kommt auch noch, Launch Control hat er auch noch. So, also ich bin sowohl auf der Bremse als auch beim Beschleunigen. Macht Joni Open oder? Ja. Ich bin gespannt. Wir machen S rein. Machst du mit Launch? Ja, klar. Ja, klar. Eine 7.4. 7.4, okay. Hätte ich doch, also ich persönlich hätte gedacht schneller. Aber das ist dann vielleicht im Vergleich die fehlende Leistung, oder? Mit genau, Leistung? Kann auch sein, dass dann wir schon im Bereich sind, wo er. Wir können ja mal ohne losfahren. Weil also Traktion ist ja ohne Ende. Ja. 7.3. So, dann gucken wir mal, was er so auf der Bremse macht. Wir fahren 60. Sieben eins. Warnblinklicht gegen an wegen Vollbremsung. Okay, auch schon mal nicht schlecht. So, dann können wir gleich noch mal einmal hier, wo wir gerade so schön stehen. Ja, Tatsache, ich glaube, hier fehlt ihm fast schon ein bisschen Leistung am Ende, ne? 6.8. Ah, wir kommen der Sache näher. Ja, ich glaube, hätte der mehr Leistung an der Stelle? Wir müssten, aber ich glaube, das geht nicht. Ich kann nicht manuell und Launch fahren, ne? Geht, glaube ich, nur im S-Modus. Doch, macht er. Pass auf. Sechs, sieben. Ja, er schaltet definitiv. Er schaltet zu weit hoch. Wir müssen länger in dem einen Gang bleiben. Ja. Okay, nee, er hat folgendes Problem. 6.9, ganz kurz durch. Er schaltet automatisch hoch. Ja. Weil der Tacho schon die ganze Zeit anzeigt, dass er 60 oder 70 eigentlich fahren sollte. Ja. Und dementsprechend nicht nochmal wieder runterschalten will. Ja, okay, verstehe. Okay, aber 6er Zeit immerhin. Ne? Mhm. So, aber ich glaube, wenn wir es uns auf dem Diagramm angucken würden, aus. Also auf den ersten Metern ist er echt flott, ne? Mhm. Guck, jetzt bleibt er länger drin. Ja.
Alter, das ist eine 6-1. 6-1, ja. Kommt der Sache näher. Ja, bei 6-1 können wir es auch sein lassen, das wird schon passen. So, und jetzt gucken wir mal nochmal auf der Bremse. Wie die alle im gleichen Bereich sind, ne? Waren wir da schon alle mit einem schneller? Also Frontantrieb hatte 6-0. Ich meine auch, ich hatte eine 6-0. Also 5er hatten wir auf keinen Fall, aber 6-0 war, soweit ich weiß, das schnellste. So, okay, also wir hatten 0,60 hatten wir 6-1. Ja. So, das heißt, aktuell ist dieses Fahrzeug zweitschnellstes. Der S3 war 5-1. Kombi, weichen Tucken, 6, langsamer. 4, glaube ich, ne? 6-3, 6-4. So, wir machen jetzt eine Sache. Wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Kombi einsteigen und brauchen auch nochmal einen Lauf von hinten. Okay. Und dann sind wir auch durch hier. Ja. So, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das heißt, wir müssen an die ganze Sache jetzt ein bisschen rabiater rangehen. Und müssen hier mal ein bisschen Kupplung fallen lassen. So, wollen wir das Ganze mal ein bisschen aggressiver lassen. Das war wahrscheinlich. So, pass auf, wir wollen es richtig wissen. Wir nehmen gleich einen zweiten. Ach, echt? Ja. Alles klar. Im zweiten. Alter, die 5-4, wir kommen der Sache näher hier. Ja. Das war eine saftige 5-4. Nicht schlecht. So, das habe ich nämlich schon befürchtet. Das, der, also ich muss mit dem Auto auf jeden Fall einmal schalten im zweiten Gang. Mhm. Und das kostet selbst auf Schnee immer noch Zeit. Ja, klar. Ja. So. Ein bisschen langsamer. Eine 5-9. Aber krass, dass der es schafft, im zweiten Gang noch loszufahren, ne? Ja. Und ja auch dementsprechend dann überhaupt nicht langsam, ne? Ja. Nee, nee, ja klar, weil da regelt der sich so selber, ich sag jetzt mal, ein bisschen ein. Okay, also an die Zeit von 5-1 kommen wir auf jeden Fall nicht dran. Was hatten wir? 5-4, ne? Ja. Somit hat Julia mit dem RS3 auf jeden Fall gewonnen. Bremse ungefähr alle gleich, tendenziell der Golf am kürzesten. Ist auch das leichteste Auto, ja. Muss man auch dazu sagen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir auf dem Parkplatz noch irgendwo ein paar Dönigs machen. Jawohl. So, ich konnte das Ganze natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Habe die ganze Nacht nochmal überlegt, was wir gestern vergessen haben. Und dann ist mir eingefallen, wir hätten auf jeden Fall nochmal mit ESP komplett an und mit ESP austesten sollen. Weil ich bin der Meinung, das ESP regelt hier echt gut. Deswegen, wir machen jetzt einfach nochmal eine 0,60 komplett ESP an. So, also wir probieren jetzt Folgendes. Wir nehmen direkt den zweiten Gang. Weil ich glaube, man braucht gar nicht so dieses erste Losfahrmoment. Wir nehmen zweite Gang, Kuppel nur an und dann Vollgas. Und jetzt Folge. Jetzt wird er nämlich auch die ganze Zeit durchdrehen und regelt. Und schon haben wir 60. Bei einer 6-1. Fand ich schon nicht schlecht, ne? Ja. Das gleiche probieren wir jetzt gleich nochmal und kuppeln ein bisschen aggressiver ein, weil jetzt war der erste Moment, war dann schon, glaube ich, ein bisschen zu schwach. So, wir stehen jetzt ein bisschen aggressiver. Da regelt er nämlich auch gleich rein. Oh! 5-5. Jawohl. Wir kommen nach dem idealen Quadro-Start hier ein bisschen näher. Das Ganze testen wir nochmal. Bleibst du dabei jetzt gerade wirklich voll drauf stehen einfach? Ja, ich kuppel wirklich nur ein und in dem Moment lasse ich voll stehen. Okay. So, pass auf, bisschen Gasstoß. Jetzt Vollgas. Jetzt ist ja regelt auch die ganze Zeit. Ja. Boah. 4-8. Jawohl. So, also das kriegen wir mit dem Fuß auf jeden Fall definitiv nicht hin. Ja, krass, hättest du das gedacht? Ja, also der regelt schon bei dem Saugermotor. Beim Turbomotor ist immer das Problem, da kann das ESP nicht so gut regeln. Weil um den Turbomotor zu kastrieren, musst du richtig den Ladedruck wegnehmen. Mhm. So, hier beim Sauger ist es, ich weiß jetzt nicht, wie der das bei dem Auto regelt. Ich kann mir aber vorstellen, dass er die Drosselklappe zumacht leicht und die Räder antaktet. Und damit kriegst du halt einen Sauger schon gut geregelt. Alter, guck mal jetzt hier ein
Skoda im Schnee an uns vorbei. Das ist auch brutal. Sportlich. Das kann ich wieder gut sehen hier heute. So, also jetzt noch ein letztes Mal testen wir das definitiv von 0 auf 60, damit wir sicherstellen können, dass wir da auch korrekt sind. Also ich mache wirklich nur ein, zwei Gasstöße, lasse fallen und in dem Moment geht's dann los. Und Vollgas. Ah, das fühlte sich extrem gut an. Ja, 4. Ich fasse es nicht. Krass, ne? Was man dann doch so rausholen kann. So, jetzt machen wir mal ESP Stufe 1. Weiß ich jetzt nicht, ob der viel mehr zulässt beim Durchdrehen. Kann auch sein, dass ESP Stufe 1 einfach nur ein bisschen mehr Driftwinkel zulässt. Ne? So, wieder einen leichten Gasstoß. Ja doch, er lässt definitiv mehr zu. Jawohl! 3,9. Hast du jetzt gehört, wie das ganze Auto vibriert hat? Komplett. Weil die Räder haben sich jetzt schon so schnell gedreht, dass wir komplett Unwuchten in allen vier Rädern haben. Und zwar richtig dezente. Mhm. Okay, also man hört ja akustisch schon, wie er viel, viel mehr zulässt als mit dem anderen. Ne? Wir testen das Ganze nochmal. Vollgas. Also da hat man jetzt eben gerade richtig schön gesehen, das würde ich schon gar kein ESP mehr nennen. Das heißt, die Stufe 1 ist wirklich mehr oder weniger nur beim Driften wird er einregeln, aber beim geradeausfahren regelt er gar nicht rein. Ja. So, also das war jetzt 3,9 mit ESP Stufe 1 an. Jetzt haben wir ESP ganz ausgemacht. Wir nehmen wieder einen zweiten Gang. Ich sage, es wird langsam. Mal gucken. Ein paar Gasstöße. Oh, siehst du hier, krass. Da dreht er sich schon auf der Stelle ein. Muss ich richtig jetzt mit dem Fuß regeln. Ja. 5,1. Und da hat man selbst schon im Stand gemerkt, wie das Auto sich anfängt so zu drehen. Ne? Ja. Also da ist es definitiv so und auch ganz schöne krasse Differenzen. 3,9 ESP Stufe 1 an, ESP komplett an, langsamer, ESP komplett aus, langsamer und auch schwieriger zu fahren. Erste und zweite brauchen wir jetzt gar nicht mehr testen, weil wenn ich es schon schaffe, mit dem zweiten Gang das Auto einfach durchdrehen zu lassen, dann brauche ich den Schaltvorgang 1 und 2, kann ich mir in dem Moment sparen halt. Ne? Ja, kostet nur Zeit. Ja. So, deswegen, ich würde sagen, für Spaß aus, natürlich ESP aus. aber wenn ihr von der Ampel weg schnell sein wollt, dann ESP Stufe 1 anlassen. Wenn es geht, schon den nächsten Gang nehmen und dann langsam los und Vollgas gib ihm. So, hier war nochmal eine schöne Driftkurve. Das Coole beim Allrad ist, ihr könnt auf die Kurve zufahren, stellt den Eimer an. Und schon geht das nach vorne. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen schönen großen Platz für uns finden. Hast du dich schon mal mit dem Allrad auf der Stelle gedreht? Nee. Geht auch nur mit dem Allrad. Ja. Weil da schaffst du es dann wirklich, die Vorderräder gegen die Hinterräder auszuspielen und drehst dich wie ein Brummkreisel wirklich auf der Stelle. Ja, die Videos kenne ich, aber selbst noch nie erlebt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich erlebe es heute. Ja, nur so ein Gefühl. Wir werden gleich mal gucken. So, immer noch ein bisschen Platz. So, und jetzt ist das Coole beim Allrad, einfach einlinken und dann kann man sich... Junge, da war ganz schön viel Schnee. Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Ein bisschen aufpassen, dass hier nichts irgendwas passiert. Jetzt mal grob durchflügen. Ja, jetzt drehen wir uns auf der Stelle.
Geil, ne? Ja. Ich drehe immer von außen. Jetzt können wir ein bisschen auflinken. Und dann können wir wieder rausfahren. Leichten Dreh vor mir. Ja, klar. Vor allem war eklig auch, weil du einfach nichts mehr gesehen hast. Gesehen hast, ne? Ja, war schon hier. Ich steck los, ne? War schon schneeig. So, ich würde sagen, das war's für heute. War mal ganz was anderes. Einfach ein normaler Sonntag bei uns. Ein bisschen Spaß gehabt, wenn Schnee liegt. Wir wären gerne noch in Harz hochgefahren eigentlich, ne? Ja. Aber das können wir nicht bringen. Wir fassen zusammen. 4Motion Audi funktioniert richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Also Traktion war auf jeden Fall Bombe aus dem Stand. Auf der Bremse fast alle Autos gleich. Ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Alles heile geblieben, das ist das Wichtigste. Und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Jawohl.